Hallo, verzögertes Geräusch. Hallo, na und willkommen bei diesem, ja, was ist es hier eigentlich? Es ist auf jeden Fall Samstagmorgen bei uns und ich habe mir was überlegt, beziehungsweise ich habe etwas vor und ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, aber ich dachte mir, vielleicht wäre es ganz cool, weil ich sowieso die ganze Woche über immer unterwegs bin und unfassbar viel zu tun habe und mache und sowieso schon auf Instagram mein halbes Leben irgendwie mit dokumentiere, ob ich nicht einfach einen Weekly-Vlog mache. Ihr könnt mir ja mal, falls ihr das ganze Konzept mögt und mir das irgendwie mitteilen möchtet, dem Video hier gerne eine positive Bewertung dalassen, also sprich einen Daumen nach oben, damit ich mir das so ungefähr angucken kann, was ihr davon haltet. Ach, so, und ich bin dafür mal ins Wohnzimmer gewechselt, denn ich war gestern beim Tätowierer und ihr habt es vielleicht schon auf meinem Instagram gesehen, ansonsten kann ich es dann nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ich hatte ja meine Hand vor anderthalb Jahren angefangen lasern zu lassen. Warum, wieso, weshalb, das habe ich euch in einem eigenen Video nochmal erklärt. Und ich hatte gestern endlich den Termin zum Covern, wollte ich sagen. Und meine Hand ist endlich gecovert und seid ihr bereit? Da ist sie! Ta-ta-ta-ta-ta! Meine gecoverte Hund, ist sie nicht wunderschön? Wenn ihr es euch mal richtig aus der Nähe angucken wollt, kann ich euch nur empfehlen, mir auf Instagram zu folgen. Kann aber auch nochmal näher rankommen. Sehen Sie, wie angestrengt zerstört meine Haut ist? Aber er hat das super, super, super geil gemacht. Und wie süß ist bitte diese kleine Hummel? Ich taufe sie Hummelbert. Ich finde es voll toll. Ich hätte niemals gedacht, man sieht so ein bisschen hier noch so die Narben. Ich hätte niemals gedacht, dass man das so hell gecovert kriegt. Ich habe gedacht, wir müssen da was richtig Dunkles drauf machen. Ich bin so unendlich glücklich. Ich finde, es sieht so, 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 so schön aus. Und ihr seht, die Hand ist noch richtig fett. Aber ich finde das ganz cool, das Ganze hier, weil das sind so Sachen, da hätte ich jetzt kein extra Video für gemacht, aber ich wollte es euch trotzdem irgendwie unbedingt zeigen. Und dafür sind solche Weekly-Vlogs halt richtig geil. Außerdem muss ich sowieso mal mit euch in den Garten, weil es ist noch etwas anderes geschehen. Je nachdem, wann dieses Video hier kommt, habt ihr es schon erfahren oder werdet es noch erfahren. Aber wir haben heute Morgen eine Lieferung bekommen. Und das da. Heilige Scheiße. Wir haben 14 Tonnen Grauwackelsteine geliefert bekommen. Was wir damit vorhaben. Hey! Nicht da dran pinkeln. Ach, du bist ein Ekelbert, ey. Was wir damit vorhaben, erfahrt ihr im Gartenvlog. Das einzige Problem ist nur, wir hatten die in handlicher Größe bestellt. Das ist keine handliche Größe. Und schauen Sie, wie gigantisch ist denn bitte das Beet geworden. Da wuchert der Kürbis und hier ist eine riesige Sonnenblume. Normalerweise sitzen auch immer 1 Million Bienen drin. Ah, und die hier ist auch schon aufgegangen. Sehr, sehr pretty. Ich bin sehr glücklich. Ja, ansonsten müssen wir jetzt gleich mal den Kater einsammeln. Der muss nämlich gleich noch zum Tierarzt. Der hat eine fette Klopperei gehabt letzte Woche und ist dann irgendwie, wissen wir nicht, so ganz unter ein Auto, hat sich auf jeden Fall das Beinchen verletzt und hat dann das auf ekelhafteste Art und Weise getackert bekommen. Ich war sehr schockiert. Philipp kannte das wohl schon. Hallo, guten Morgen. Ah. Hallo. Was ein Foto, ne? Ja, voll. Dein Weekly-Foto? Mein Weekly-Foto, ja. Wir müssen jetzt gleich einsammeln. Für den ist das immer ein bisschen anstrengend, zum Tierarzt zu fahren. Aber ja, bis gleich. Hey Philipp, es ist Sonntag. Was machen wir hier? Ich habe mir gedacht, ich lasse mir einen schönen Goldzahn machen. Goldzahn? Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, es ist gerade Sonntag und wir sitzen in der Notfallpraxis. Du kleiner, süßer, du. So, guten Morgen auch nochmal jetzt aus dem Auto. Es ist Sonntag, wir haben jetzt 20 nach 12. Philipp und ich waren schon relativ früh unterwegs, weil, ach Gott, also, Philipp und Ole haben gerangelt heute Morgen. Und ihr kennt ja Ole, der ist so ein bisschen ungestüm, also unser Hund. Und der hat ihm halt eine fette Kopfnuss, also Philipp hockte quasi über ihm. Ole hat ihm eine fette Kopfnuss verpasst. Und Philipp hatte hier einen Stiftzahn, einer von den beiden vorderen. Und Ole hat ihm einfach den Stiftzahn rausgebrochen. Und jetzt hat Philipp keinen Zahn gehabt. Also da war kein Zahn. Mussten wir halt zum zahnärztlichen Notdienst. Oh, Kinder, was ein Stress auf den Sonntag. Das brauchen wir auch nicht. Eigentlich wollten wir mit den Hunden spazieren gehen. Ja, auf jeden Fall, der Zahn ist jetzt wieder drin. Das ging super schnell. Das hat vielleicht 5 Minuten gedauert und war komplett schmerzlos. Super duper. Und ich glaube, Philipp ist auch richtig glücklich. So, jetzt ist schon relativ früher Abend. Ich bin mit dem Mann dann doch noch in den Wald gegangen. Wir wollten eigentlich schon viel länger spazieren gehen, aber meine beste Freundin kam ja. Gesundheit. Danke. Und spontan sind dann mein Papa und seine Freundin noch gekommen und dann haben wir irgendwie mit dem Kaffee zu lange draußen gesessen. Und, aber ey, es ist ja lange hell, ne? Und bei dem Usselswetter sind zum Glück nicht so viele Leute unterwegs, deswegen ist es ganz cool. Ja, und das ist jetzt unser Sonntagabend. Wir gehen jetzt spazieren, sind denke ich mal so um 8 wieder zu Hause, dann gibt es hier Abendessen und dann gucke ich mir den Rest von der neuen Staffel Orange is the New Black an. Yay!
Hallo und willkommen. Es ist Montag und eigentlich ist der erste Tag meines Urlaubs heute angebrochen, aber irgendwie läuft das noch nicht ganz so, weil ich vergessen habe, beziehungsweise es nicht mehr geschafft habe, mein Video zu schneiden für heute. Mache ich das jetzt? Philipp und ich haben gesagt, okay, dann fangen wir eben erst morgen mit dem Urlaub an. Ist nicht so schlimm, ist kein Problem. So, es ist jetzt früher Nachmittag. Ich habe das Video fertig geschnitten und offiziell hat jetzt der Urlaub begonnen. Yay! Wie ihr seht. Es ist heute unser Abendessen. Ne? Ich liebe das. Liebe das, diese. Ich ernte. Super, diese Fugenmasse. Ja, ich habe jetzt das schon die ganze Zeit hier vor mir hergeschoben. Ihr seht ja, wie viel Gras hier in den Zwischenräumen wächst. Und tatsächlich, man kann das wahrscheinlich auch irgendwie einfacher lösen. Für mich ist das immer die ordentlichste Art und Weise, finde ich. Ich werde jetzt hier die Fugen noch ein bisschen frei löten. Das hier ist natürlich super ätzende Kackscheiße und ich hasse es. Aber. Das sind halt die Verpflichtungen, die man bei so einem schönen Haus hat. Aber ich mache es ja auch gerne. Wenn es ordentlich aussieht, freue ich mich ja auch. Oh, und ich habe was geschenkt bekommen. Meine beste Freundin war ja gestern noch da. Und ich habe ja vor einiger Zeit Geburtstag. Und schaut mal, diesen wunderschönen Rostfuchs. Den muss ich hier noch irgendwo schön platzieren. Den habe ich noch nachträglich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Aber ihr seht schon, ich habe da auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Es gibt noch ein bisschen was Neues zu bepflanzen. Weil ich bin mit dieser Kletterhortense hier vorm Haus irgendwie unzufrieden. Das will ich auch noch machen. Aber das machen wir gleich. Bin jetzt hier noch ein bisschen beschäftigt. Das ist übrigens unser Leihwagen aktuell. Wir haben nämlich, mein Auto ist in der Werkstatt. Und ja, ich will nicht sagen, dass die vom Autohaus sich eventuell an meiner Haarfarbe orientiert haben. Aber es ist ein kupferfarbenes Auto. Aber eigentlich ganz schön, oder? So, ich musste jetzt nochmal zum Baumarkt fahren, weil ich muss ja die Lücken, die ich da in den Weg reingekratzt habe, auch noch irgendwie ja, wieder füllen. Deswegen muss ich jetzt kurz zum Baumarkt und besorge da irgendwie Sand oder Kies oder sowas. Und ich habe euch von dem kleinen Auffahrunfall noch gar nicht erzählt, bevor sich jetzt alle fragen, was passiert ist. Es ist gar nichts Schlimmes passiert. Ich hatte nur, wir sind quasi, also sagen wir mal so, ich habe eine kleine Konfrontation mit einer Anhängerkupplung gehabt auf uncharmante Art und Weise, weil vor mir jemand fuhr, der nicht umsichtig genug war und vor dem jemand fuhr, der relativ abrupt abbremste, ohne zu blinken. Daraufhin der Mittelmann sehr stark bremste, woraufhin ich sehr stark bremste und ja, dem so in die Anhängerkupplung reingedutscht bin. Ist nicht schlimm gewesen, also wir waren nicht schnell, aber tatsächlich scheint so eine Anhängerkupplung echt ein ganz schön hartes Ding zu sein, weil mein Qashqai jetzt in die Werkstatt musste. Ja, aber das nur dazu. Deswegen haben wir aktuell einen Leihwagen in Kupfer. Ich weiß auch nicht. Nun gut, ich werde jetzt mal eben in den Baumarkt dödeln und ich hasse es, alleine in den Baumarkt zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Oh, ihr könnt mich gar nicht sehen. Ich habe die ganze Zeit die Brille auf, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Aber ich habe immer das Gefühl, Leute, die im Baumarkt arbeiten, halten mich irgendwie für behämmert und sind dann immer so ein bisschen damit unangenehm konfrontiert, wenn ich relativ genau weiß, was ich möchte und wollen mir dann aus Prinzip immer was anderes verkaufen, weil sie sich wahrscheinlich denken, ach, das kleine dumme Mädchen. Kann die ja nicht ernst meinen. Kann aber auch sein, dass das einfach mangels Selbstbewusstseins in Form von Bauarbeiten meinerseits ist, dass ich das irgendwie falsch wahrnehme. Ich weiß auch nicht. Dienstag, Freunde, und ich bin heute ein bisschen frustriert, beziehungsweise heute ist ein relativ frustrierender Tag. Wie ihr im Hintergrund seht, haben wir da das Stativ stehen und unser Gartenhäuschen. Wir sind nämlich aktuell ein bisschen am Umbauen und heute hat im Garten nichts so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich konnte nicht helfen, ich konnte nichts machen, es war zu heiß, es hat nichts geklappt. Und wir sind jetzt zum ersten Mal an dem Punkt angekommen, dass wir das zusammen zu zweit nicht schaffen wahrscheinlich. Also dass wir Hilfe brauchen, was mich total nervt, weil ich eigentlich am liebsten alles immer selber mache oder zumindest teilweise. Mich nervt das total, dass wir jetzt umplanen müssen, aber gut, so ist das halt manchmal. Ne? Übrigens, mein Tattoo ist sich voll am Pellen und ja, ich befürchte, ich weiß nicht, ob man es so ein bisschen sehen kann, es kommen so ein bisschen die Narben raus, also vielleicht müssen wir noch mal drüber gehen, das Ganze ein bisschen dunkler machen. Wir müssen mal gucken, aber ich lasse jetzt erstmal in Ruhe abheilen, Creme immer ordentlich ein. Ist halt auch so ein Punkt, warum ich nicht so viel machen kann. Ansonsten sind wir hier fleißig. Wir modeln das Häuschen um für unsere baldigen neuen Familienmitglieder, die hier im Garten leben werden. Und ich bin schon sehr, sehr aufgeregt. Ihr könnt ja mal raten, was es wird. Ich habe jetzt die letzten Tage vor allem ganz viel Fachlektüre gewälzt, weil die Tiere, die jetzt bei uns einziehen, die hatte ich noch nicht. Ich weiß, das könnten einige sein, von Elefanten,
über Giraffen bis hin zu Makakeäffchen. Aber wenn bei mir neue Tiere einziehen, dann bin ich immer sehr bestrebt darin, mir Wissen anzueignen. Und jetzt bin ich seit Tagen Fachbücher am Lesen und am Machen und bin jetzt ein absoluter Experte. Nein, Quatsch. Aber ich habe mir schon viel angelesen auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass ich, wenn sie dann einziehen, die Tiere, euch ein bisschen Wissen vermitteln kann. Ich kann nur so viel sagen, wir kaufen nicht direkt, wir adoptieren Tierchen, die bislang kein ganz so schönes Leben hatten, aber ja, wir werden auf jeden Fall sehr gut beraten, denke ich mal. Also es ist auch eine Dame, die uns da auf jeden Fall Wespe, die uns da auf jeden Fall mit Rat und Tat zur Seite steht, bin ich ganz, ganz überzeugt von. Und nächste Woche gehen wir ja, die Tiere besuchen. Ich bin schon ganz gespannt und jetzt kommt langsam endlich Wind auch. Oh, ich leide so unter dieser Hitze, es ist furchtbar. Guten Tag von diesem herrlichen Mittwoch. Im Hintergrund wird ein bisschen gerödelt. Der Philipp baut gerade für unser neues Gartenvideo und was ich euch noch zeigen wollte. Guckt mal, in meiner wilden Ecke hier wachsen Weintrauben. Kann man die sehen? Da und da. Voll schön. Und hier ist alles komplett zugewuchert. Da ist die Emma. Ihr Lieben, wie war es denn für euch? War es interessant, meine Woche so mit zu begleiten oder war es unfassbar langweilig? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was ich so in den letzten Tagen geredet habe. Ich hoffe, es ist ein halbwegs brauchbares Video dabei rausgekommen. Emma ist ganz excited, oh mein Gott. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und falls es euch gefällt, dann abonniert den Kanal doch gerne, damit ihr nichts mehr verpasst, was bei mir so unter der Woche los ist. Ihr guckt euch jetzt noch diese beiden Videos hier an und ich würde sagen, wir sehen uns am Montag beim nächsten Küchenchaos-Video wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss!